Samstagspilgern im Jahr 2011, die vierte Etappe von der Schlosskirche in Bayreuth zur Jakobuskirche in Kreußen. Der Zuspruch ist gut, 40 Pilgerinnen und Pilger machen sich auf den Weg. Die Leitung bei dieser Etappe hat Uwe Bernd Vogel übernommen. Der Weg führt an der evangelischen Stadtkirche vorbei, durch die Friedrichstraße zum Sternplatz. Ein Halt vor dem markgräflichen Opernhaus und dann der Weg weiter nach St. Johannis. Gemeindepfarrer Christian Aschoff stellt uns seine Markgrafenkirche vor. Der Weg nach Kreußen führt durch die letzten unberührten Abschnitte des Rotmaintales. Es geht weiter durch das verträumte Hagenohe, dann kreuzt der Jakobsweg, der aus dem Fichtelgebirge kommt. Das Ziel der Tagesetappe ist die St. Jakobuskirche in Kreußen. Wir beschließen den Tag mit einer Abschlussandacht durch Gemeindepfarrer Gerhard Scharrer. Der Engel des Abschieds geleitet uns auf den Weg.